Dieser Tag wird in Englisch sein, aber du kannst auch Fragen in Deutsch stellen. Unser Speaker ist sehr flexibel. Das zum Ersten. Und jetzt zum Vortrag. Dieser Talk ist in Englisch. Ihr könnt eine Übersetzung hören auf media.ccc.de. Dieser Vortrag ist über, warum sind wir süchtig nach Lithium und wie man das ändern kann. Unser Sprecher ist Frank Wunderlich-Pfeiffer und hat seine erste Erfahrung in Journalismus in 2015 bekommen. Ja. Er hat seine erste Erfahrung als Journalist gemacht. Er hat industrielles Ingenieurswesen studiert und er ist ein alter Teilnehmer des Kongress. Seine erste Bühnenerfahrung hat er auf dem 32C3 gemacht, auf der Freifunkbühne. Und auf dem 34C3 hat er auch einen Talk über Akkumulatoren. Und er geht heute ins Detail über Lithium und Lithium-Ionen-Batterien und die Geschichte und wie das heute sich bis heute entwickelt hat. Seid gespannt und ich gebe über an Frank. Hallo. Ich habe einen ähnlichen Talk vor zwei Jahren gehört, wenn wir uns noch immer live treffen konnten. Und seitdem habe ich sehr viel gelernt, besonders über Lithium-Ionen-Batterien und auch über andere Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien. Aber das wird im zweiten Teil besser behandelt. Und heute reden wir über, warum sind wir süchtig zu Lithium und wie man das ändern kann. Lass uns heute über Elektroautos reden. Und du kannst auch schon einige Elektroautos hier sehen und warum wir Lithium brauchen, um sie zu bauen. Also zumindest bis jetzt. Und du kannst sehen, dieses hier, das ist ein Babcock Electric Roadster. Babcock ist für sie bauen auch Elektroautos. Und das ist eines von ihnen. Es war nicht modern, zumindest nicht in unserer Vorstellung. Damals war es einer der besten Elektroautos, die man kriegen konnte. Und es war ein bisschen eine Mode, als es noch neu war und Leute noch viel Geld hatten. Da waren diese Autos sehr beliebt. Die Hälfte aller Autos war elektrisch. Und in 1900, also das war 10 Jahre später, zu der Zeit war es ein Luxus. Die Hälfte der Autos war elektrisch und der Rest war, ein Viertel war dampfbetrieben und ein anderer, das restliche Viertel war mit Verbrennungsmotoren. Und das hat sich verändert. Elektroautos waren sehr komfortabel, also zumindest solange man jemand hatte, der das reparieren konnte. Du konntest einfach nur dich reinsetzen und losfahren mit 25 km/h. Das war ziemlich schnell für Elektroautos in der Zeit. Sie sind sonst ziemlich langsam. Sie waren nicht sehr schnell. Die Reichweite von so einem Auto mit Bleiakkus
war ziemlich begrenzt. 160 Kilometer. Ich zweifle, ob das überhaupt korrekt ist. Es kam ein Brief, der an diese Firma gesendet wurde, und sie haben bestätigt, dass es der Fall war. Aber wir waren uns sicher, dass niemand das Auto sonst aufgeladen hat, aber es gab keine Tests und niemand kann genau wissen. Also egal, wie auch immer, mit 25 km/h war es überhaupt schon besonders, dass man von A nach B kommen konnte. Und gleichzeitig, zur gleichen Zeit, Autos wie das Ford Model T waren sehr viel beliebter und mehr als 100 Mal so viele Ford Model T wurden gebaut wie Elektroautos. Ein Elektroauto zu der Zeit zu verwenden war sehr viel schwerer, weil es noch nie nicht moderne Elektronik gab. Du konntest dein Elektroauto aufladen, aber am nächsten Tag konntest du aufwachen und die Batterie hätte komplett überladen werden können und könnte sich kaputt machen. Und die Batterie aufzuladen hat erfordert, dass man die ganze Zeit aufpasst. Und das war nicht eine sehr angenehme Erfahrung, nicht so wie heute. Es hatte sehr lange gebraucht und die Kapazität der Batterien war nicht so gut wie heute. Die Lebensspanne war auch sehr begrenzt. Heutzutage, am Ende des 20. Jahrhunderts, kannst du zumindest 500 Ladezyklen von einer Bleibatterie erwarten. Damals war es viel weniger. Es gab noch andere Technologien. Ja. Am Ende des 20. Jahrhunderts hattest du Autos wie zum Beispiel das EV1. Sie haben auch Bleiakkus verwendet und ihre Reichweite war ca. 90 Kilometer. Trotz dessen, obwohl sie gesagt haben, dass es 126 Kilometer war, und sie haben Nickel-Metall-Hybrid-Batterien verwendet. Und dann war es etwas mehr, aber Teststandards haben sich verändert in den späteren Jahren, und nach den moderneren Testkriterien waren es 90 oder 170 Kilometer. Sie haben noch nicht gesagt, wie teuer genau dieses Auto war, aber sie haben wahrscheinlich mehr als 100.000 Dollar für ein Auto verlangt, einfach deshalb, weil es zu sehr wenig von diesen hergestellt wurden und auch sehr wenige mit den Nickel-Metall-Hybrid-Batterien. Wenn du so wenig Autos baust, dann wird es immer sehr teuer sein. Heutzutage haben sich die Dinge verändert. Also vergleich einfach mal diese Zahlen. Du hattest ein bisschen mehr als 100 Kilometer realistischerweise und heutzutage 400 oder 500 Kilometer an Reichweite mit denselben Testverfahren. Das ist das Modell aus 2022, das Tesla Model 3. Das Standard-Reichweite-Modell. Ich glaube, man kann dieses spezifische Modell nicht, also das Plus-Modell nicht genau kaufen, aber ich glaube, ähnliche. Also irgendwas hat sich sehr drastisch verändert mit Lithium-Ionen-Batterien, dass sie erschwinglich wurden und sie waren sind sehr viel günstiger geworden, als sie waren. Und das ist nicht, um zu sagen, dass es ein günstiges Auto ist. Es ist ca. 45.000 Dollar oder Euro, je nachdem. Und es ist immer noch nicht günstig. Es muss immer noch, wir müssen uns noch weiterentwickeln, um es erschwinglicher zu machen. Aber nur dass wir überhaupt schon mal so weit sind, ist das schon ein riesiger Entwicklungsschritt. Und einer dieser Ursprünge, und ich wusste nicht, dass das einer der Ursprünge war, vor 2 Jahren, John Goodenough hatte einen Nobelpreis gekriegt für seine Erfindung.
in dem er geholfen hat, Lithium-Ionen-Batterien zu entwickeln. Und das war ein wichtiger Schritt. Und das war die Silizium-Sulfur-Technologie zu entwickeln. Und das war eine sehr fundamentale Technologie. Und das war noch nicht ganz klar, dass das für eine Batterietechnologie verwendet werden könnte. Und das war das erste Mal, dass eine neue Batterie nicht Hydrogenionen verwendet hat, aber stattdessen die Chemie war auf Silizium bestehend. Sie hatten gehofft, dass sie Silizium verwenden könnten, weil das eine höhere Spannung hat und viel leichter. Und weil das viel leichter war, konntest du viel höhere Energiedichte kriegen. Aber was, wenn du diese Art von Lithium-Zusammensetzung verwendet, weil das ist eine Hochtemperatur-Batterie. Das funktioniert mit Natrium bei 430 Grad. Das ist sehr heiß. Du möchtest flüssige haben und dazwischen eine Abtrennmembran, wo die Ionen durchgehen können. Und wenn sie die andere Richtung gehen, dann muss es außerhalb der Batterie fließen und so kriegst du die Energie. Das war in 1966 erfunden und Leute waren inspiriert dadurch. Und sie waren nicht inspiriert, dass sie diese Ionen verwenden konnten, die Kalium wie Lithium oder Natrium. Also jetzt möchte ich mich noch kurz damit befassen, warum wir Lithium nehmen und nicht Natrium. Wenn ich mir Natrium anschaue, das ist dreimal so schwer wie Lithium. Es hat ungefähr einen Angström als Durchmesser und das elektrochemische Potenzial sind minus 2,7 Volt, während bei Lithium im Prinzip alles besser ist. Es ist kleiner, es ist leichter und es hat mehr Potenzial. Das heißt, ich kriege mehr Strom aus der Batterie raus. Das macht Lithium im Prinzip zum perfekten Kandidaten für eine Batterie. Der einzige Haken dabei ist, dass es einfach zu wenig davon gibt auf der Welt. Es gibt schon einige Tonnen, aber wenn es gibt ungefähr nur ein Tausendstel der Konzentration von Natrium, also ungefähr ein Tausendstel. Die nächsten Schritte war die Frage, wie kriege ich das bei Raumtemperatur hin? Und da gab es Arbeiten von Stanley Whittingham, der hat sich mit Superleitern beschäftigt. Was er gemacht hat, ist, er hat sich mit Natriumsulfid beschäftigt. Er hat festgestellt, dass man die Eigenschaften davon ändern kann, wenn man interpoliert. Also man sieht, hier gibt es mehrere Schichten. Wenn ich da andere Atome dazwischen reinsetze, dann kann ich die Eigenschaften des Materials ändern. Und man kriegt dann einen anderen Supraleiter, vielleicht sogar einen besseren. Und an irgendeinem Punkt hat er die Idee, dass man das benutzen kann, um eine Batterie zu bauen, indem ich die Atome, die da zwischen den Schichten liegt, wenn die dann auch mit den Atomen in den Schichten interagieren, dann könnte das dazu führen. Das war der erste Schritt. Es war bei weitem nicht das ideale Material. Die Batterien, die er gebaut hat, waren nicht wirklich besser als die Bleisäure-Batterien, die damals gängig waren, aber sie hatten ein bisschen mehr Zyklen. Aber da war ein anderer Mensch, der deutlich mehr Ahnung von Batterien hat, das ist der heißt Good Enough mit Nachnamen, das ist ein Name. Er ist ein Held, er hat unglaublich viele Dinge gemacht, unter anderem war er Meteorologe im Zweiten Weltkrieg, in den 50ern war er Chemiker
und hat einen Keramikwerkstoff erfunden, mit dem man Informationen speichern konnte. Computer waren ja damals gerade im Kommen. Und er hat sich dann mit Batterien befasst und in den nächsten Jahren in seinem Labor hat er sich das angeschaut, insbesondere mit Eigenschaften von Keramik oder von keramischen Werkstoffen. Das hat ihm geholfen. Später, in dem Moment hat er eigentlich nur Grundlagenforschung betrieben, aber später war das dann sehr hilfreich. Und in den Anfang der 70er Jahre musste er das Labor verlassen, weil er keine Finanzierung mehr hatte. Und dann hat er sich gezwungen gesehen, irgendwie was damit zu machen. Und seine Idee war dann, dass er statt Titandisulfid, was er bisher genommen hat, er Kobaltoxid verwenden könnte. Mit Kobaltoxiden hat er relativ viel sonstige Versuche gemacht und hat das für einen guten Kandidaten gehalten. Man kann schon sehen, hier das Titandisulfid ist ziemlich schwer und hat keine wirklich gute Spannung von 1,8 Volt, also das elektrochemische Potenzial. Und dann hat er gesagt, okay, dann lass uns doch mal Kobaltoxid versuchen. Und er wusste die korrekten Bedingungen, die er herstellen muss, um die Reaktion zu optimieren. Und so konnte er Kobaltoxid herstellen, dass er in Schichten anordnen kann, damit er bessere Batterien bauen kann. Und das hat, ich glaube, die angegebene Spannung hier ist die niedrigsten, eigentlich 3,9 Volt. Und er hatte das Gefühl, dass er damit eine viel höhere Energiedichte erreichen kann. Und was er brauchte, auch eine viel kleinere Anode, weil die Energie, die man rauskriegt aus der Lithium-Ionen-Batterie, hängt von der Spannung ab, und dann brauche ich die doppelte Anzahl an Lithium-Ionen, um die gleiche Energie rauszukriegen, wenn ich die halbe Spannung nur habe. Und jetzt wollen wir uns noch die Anoden angucken. Er hat relativ schlechte Anoden gehabt, die durchgebrannt sind, sodass seine Batterien relativ kurz nur gehalten hat, also wenige Zyklen. Und dann gab es einen Rachid Yazani. Entschuldigung, die Aussprache falsch ist, wissen wir nicht, wie er genau heißt. Aber er hat sich gedacht, hey, wir könnten Graphit benutzen. Und in dem Graphitgitter kann man Lithium-Ionen zwischen die Schichten stecken. Und das ist die Ansicht von oben. Und man kann sehen, dass Graphit hier aus Schichten aufgebaut ist, genau wie Kobaltoxid. Und zwischen diesen Schichten kann man die Lithium-Ionen reinpacken. Tut mir leid, ich konnte das nicht animieren, sonst würde man das jetzt sehen, wie das jetzt hier reinfliegt. Könnt ihr euch das vorstellen? Jedes Lithium-Ion braucht 6 Kohlenstoffatome, um gespeichert zu werden. Und das ist natürlich relativ schwer, weil Kohlenstoff relativ viel molekulares Gewicht hat. Aber der Vorteil ist, dass man das jetzt tausende Mal an- und entladen kann, ohne dass es kaputt geht. Und jetzt musste man noch einen vernünftigen Elektrolyten finden, damit sich die Ionen bewegen können in der Lösung. Und es muss aber so gestaltet sein, dass es nicht zwischen die Graphitschichten kann und das Kohlenstoff zerstören kann. Irgendwann hat man dann eins gefunden und heutzutage haben sich die Dinge schon nochmal stark geändert. Also Lithium-Kobaltoxid ist nichts mehr das, was man benutzt. Früher war das mal relativ gängig, aber jetzt ist das raus. Und das Problem ist einfach, dass Kobalt relativ selten ist. Und ihr wisst alle, wie es geschürft wird. Da gibt es ja immer wieder Probleme mit Menschenrechten. Und deswegen versucht man das auszubauen. Aber meine Motivation war nicht von
von den Kobaltminen im Kongo weg an. Meine Motivation ist eher bessere Batterien und aus den damaligen Batterien konnte man das Kobalt durch Nickel ersetzen. Und das ist dann Nickel, Mangan, Kobalt. Die Idee ist, dass man so viel Nickel reinstecken kann in die Batterie, wie es nur geht, ohne dass man. Also, das Problem ist, dass wenn man nur Nickel hat, dass Nickel den gleichen Durchmesser hat wie die Lithium-Ionen. Und das Problem ist, dass es dann in die Schichten eindringt, wo eigentlich sich das Lithium halten soll. Und das will man nicht. Deswegen braucht man Mangan und Kobalt, um das Ganze zu stabilisieren und die Struktur richtig aufzubauen. Und irgendwann hat man das auch hingekriegt, dass das funktioniert hat. Aber es war tatsächlich eine ziemliche Herausforderung, das ans Laufen zu kriegen. Und ungefähr vor 20 Jahren hat man das herausgefunden, wie man solche Materialien bauen kann. Und das erste war MNC 111. Also die Zahlen sagen euch, wie viel Nickel, Mangan und Kobalt dann pro Struktureinheit vorhanden sind. Und das bedeutet 811 zum Beispiel, heißt 8 Teile Nickel, 1 Teil Mangan, 1 Teil Kobalt. Und ihr könnt sehen, macht einfach alles besser. Und das Problem mit Kobalt ist, dass man nicht das ganze Lithium wieder raus. Und mit C111, das ist pro Gramm Material, kriegt man kriegt man viel höhere Energiedichte, weil man mehr Lithium rauskriegt. Und alles wird einfach besser. Man kriegt mehr Energie aus einem billigeren Material, bei kompakteren Abmessungen weniger Gewicht. Das Einzige, was nicht gut ist, ist, es ist nicht so hitzebeständig, leider. Wenn man das erhitzt, dann wird das aus dem Oxid, das der Sauerstoff rausgelöst, und dann hat man freie Oxide. Und das Problem ist, im Prinzip hat man dann Kohlenwasserstoffe, und wenn man Sauerstoff da freisetzt bei Hitze, dann kann es im Prinzip einfach verbrennen. Und dann haben wir eine heiße Batterie in einem relativ beengten Raum, dann kann es passieren, dass dir das Auto einfach abbrennt. Die Leute stecken da heutzutage sehr viel Energie rein, dass man eine gute Kühlung hat und dass es nicht eine Batterie die anderen weiter erhitzt und dass das hochschaukelt. Das ist aber wirklich ein größeres Problem. So, was wir jetzt die letzten 10 Jahre gesehen haben, wir können Batterien deutlich billiger machen. Und das haben wir einfach gelöst dadurch, dass wir größere Fabriken gebaut haben. Und zum Beispiel die Tesla gebaut, braucht man ein paar hundert davon. Diese kleine Menge an Autos heißt, dass jede Batterie sehr teuer war. Und wenn du auf YouTube gehst und siehst, nach Batterien Fabriken suchst, wirst du sehr viele händische Arbeit siehst. Jede Batterie in diesen Fabriken wurde angefasst von den Menschen, und es war sehr langsam und sehr teuer und aufwendig. Deswegen waren die Preise sehr hoch. Du hast über 1000 Dollar pro Kilowattstunde bezahlt, und heute ist es ca. 130 Dollar pro Kilowattstunde. Und du kannst sogar unter 100 Dollar kommen, wenn du andere Materialien verwendest. Die Dinge haben sich verändert. Die Fabriken sind viel effizienter geworden, viel größer, die Produktion ist viel billiger, und die günstigere Produktion heißt, heutzutage sind die Materialien fast irrelevant. Der Preis von Lithium hatte keinen Einfluss auf den Preis der Batterie.
Wenn du $1000 für eine Batterie zahlst, ist es komplett egal, ob Kobalt mehr, $10 mehr oder weniger kostet. Aber wenn deine Batterie nur $100 kostet, dann geht es viel mehr um die Materialien, um den Preis der Materialien. Also wenn es statt $10 $30 kostet, das hat sich verändert. Heutzutage kann man am Ende der Grafik sehen, ich habe Lithium-Ionen-Phosphat-Batterien zum Vergleich gegeben und sie sind viel billiger. Und du kannst mindestens 10 Kilowattstunden für $1000 kriegen in einer Batterie. Und das ist, weil es kein Nickel enthält, kein Mangan, kein Kobalt. Die Firmen, die die Materialien schürfen, hassen das. Die Batteriefirmen mögen das, weil es viel billiger ist. Du kannst eine Batterie herstellen, die ein Auto betreibt, für einen viel billigeren Preis. Wir können das hier sehen in der Grafik, weil LFP viel resistenter gegen Hitze ist, kannst du es sehr viel leichter bauen. Du brauchst nicht so viel Struktur, um die Batterie kühl und sicher zu halten. Trotz dessen, dass die Batteriezellen eine höhere eine Energiedensität Inhalt haben, die Energiedichte kann gleich bleiben, weil du sehr viel Gewicht sparen kannst. Chinesische Firmen wie BYD haben Batterietechnologie verkauft. Dieses Jahr ist das erste, in dem LFP-Batterien mehr als 50% der Produktion ausmachen. Und das war wirklich lustig. Anfang dieses Jahres habe ich einen Analysten gehört, der über LFP geredet hatte von Bloomberg. Und er hat gesagt, dass es nur ein Schein ist und dass es wieder ein Trend ist, der wieder verschwinden wird. In der Industrie gibt es viele, die Alternativen zu seltenen Erden, besonders die sind skeptisch, die von diesen seltenen Erden also Vorteil genießen. Und dasselbe gilt für Lithium. Du kannst Lithium vermeiden, die Verwendung von Lithium. Ich habe das schon vor 2 Jahren erwähnt, das ist möglich. Vor 2 Jahren wusste ich nicht, wie weit die Technologie schon so sich entwickelt hat. Und das werde ich noch morgen auch erklären. Aber jetzt werden wir mal kurz den Markt betrachten. Während 12 Monate von November letzten Jahres bis heute ist der Preis von Lithium fünffach verhöht. Es ist von einem sehr niedrigen Niveau zum höchsten Preis gestiegen, den man jemals gesehen hat. Lithium ist niemals teurer gewesen als heute und das wird nicht anhalten, weil jetzt gerade alle Hersteller von Autos, besonders diejenigen, die Batterien kaufen wollen, diejenigen, die ihre eigenen Batteriefabriken aufbauen wollen, besonders Tesla, die haben nicht geschaut, wo ihr Lithium herkommt, um das Lithium zu investieren darin. Und du kannst nicht einfach nur magisch Lithium aus dem Boden ziehen. Es braucht eine lange Zeit, um die Minen herzustellen und um tatsächlich das aus dem Boden zu nehmen. Und du nimmst Schmutz aus dem Boden und du musst im Grunde musst du nur erfinden, deinen eigenen Prozess erfinden, um sauberes Lithium aus diesem Schmutz rauszuextrahieren. Das sind alles nur Steine oder so.
Und es ist, das meiste Material ist nicht Lithium. Und du musst wirklich diese Unreinheiten auflösen, also loswerden. Es braucht 10 bis 15 Jahre, um das richtig hinzubekommen. Und etwas Ähnliches. Und deshalb gerade haben wir wirklich die Investitionen, die vor 5 Jahren gemacht wurden, sind jetzt schlagend. Niemand konnte vorhersagen, wie viel Nachfrage nach Lithium, wie viel es geben wird. Wenn du viel mehr Batterien machen möchtest, musst du, du musst irgendwas anderes, was nicht Lithium ist, in Betracht ziehen. Das Ähnliche ist mit Nickel passiert. Von NMC auf Lithium-Ionen, auf LFP, also Lithium-Phosphat-Batterien, hat das verhindert. Nickel ist teurer, aber nur um 26%. Also es wird keine schnellen Batteriesteigerung geben. Du kannst Lithium-Batterien ohne Lithium bauen. Also ja. Danke. Wenn ihr noch wissen wollt, wo diese Bilder, die bunten Bilder hergekommen sind, die 16-Bit-Bilder, ich kann Hawkins Electric Light auf archive.org finden. Es wurde in 1914 veröffentlicht. Es sollte in der öffentlich sein. Und es erklärt, wie elektrische Autos früher funktioniert haben. Fragt eure Fragen, fragt sie einfach in Deutsch, sagt einfach, ob ihr auch eine Antwort in Deutsch haben wollt. Danke für diesen interessanten Talk und für alle anderen, wenn ihr interessiert seid, morgen gibt es einen zweiten Teil dieses Talks und dann könnt ihr sehen, wie man das Problem los wird, dass wir süchtig nach Lithium sind. Ich werde dort sein, ich bin interessiert. Und jetzt haben wir die Fragen. Die erste Frage. Wie groß ist der Einfluss von Lithiumpreisen auf die generelle Elektronikmangelsituation? Der Preis von Lithium war zwischen 4 und 5 Dollar pro Kilowattstunde heutzutage. Das war letztes Jahr, also jetzt ist es ca. 20 Dollar. Und wenn du die billigeren Batterien betrachtest, also auf dem Zellenniveau, also wenn du halt eine Batterie hast, hast du die Batteriezelle und dann musst du deine Batteriezelle nehmen und eine große Batteriepack bauen, um es ins Auto bauen und das ist mehr teurer. Das ist teurer, also auf dem Zellenniveau das billigste 60 oder 70 US-Dollar pro Kilowattstunde. Und wenn du noch was 15 oder 20 US-Dollar darauf gibst, dann ist das ziemlich teuer. Nicht nur Lithium ist teurer geworden, auch andere Komponenten der Batterie sind teurer geworden, aber das ist das Größte. Und der größte Preisanstieg wurde noch nicht durchgereicht. Der Preis ist wirklich der momentane Markt. Wenn du nur 1000 Tonnen von Lithium kaufen möchtest, das ist eine Sache. Die meisten Lithium ist in Verträgen festgeschrieben und die neuen Verträge sind noch nicht verhandelt. Also diese Verträge werden in den nächsten Wochen gemacht oder in den nächsten Monaten. Es gibt deutlich mehr Nachfrage als vorher und dann wird man den echten Preis sehen und jeder geht davon aus, dass es mindestens 20% mehr kosten wird, als es bisher gekostet hat. Und das ist natürlich merkwürdig, weil in den letzten 20 Jahren sind Batterien fast immer billiger geworden, jedes Jahr. Und das ist wohl eine Ausnahmesituation gerade. Das ist das erste Mal, dass die Batteriepreise wieder steigen werden.
on trajectory to start getting more expensive again. Nächste Frage. Next question is, was können wir als Endnutzer tun, um es ein bisschen besser zu machen? Außer merkwürdige Dinge wie Recycling natürlich. Recycling macht im Moment leider gerade gar nicht so viel aus, weil die Batterien zu gut sind. Sie werden sowieso eine sehr lange Zeit halten, tausende von Zyklen. Du kannst schon sehen, dass die Batterien länger halten werden als die Autos selber. Und für viele Jahre wird es so sein, dass Recycling relativ nachrangig ist. Und es wird kaum helfen, um solche Mangel an Rohstoffen zu lösen. Das wird erst so sein, wenn die Batterien wirklich durch sind, aber im Moment ist der beste Grund oder die beste Maßnahme, keine SUVs kaufen. Die sind einfach viel schwerer, die brauchen mehr Batterien. Das sind riesige Ziegel, die ihr im Prinzip durch die Gegend bewegen müsst. Und es braucht einfach zu viel Energie, um die Luft zu verdrängen, um das Ding zu bewegen. Ein kleineres, aerodynamischeres Auto würde deutlich mehr sparen und braucht viel weniger Energie, um sich vorwärts zu bewegen. Das würde schon helfen, aber im Allgemeinen kleinere Batterien, je weniger Batterie, je weniger du bewegen musst, desto weniger Lithium. Das ist ganz einfach. Und das ist nicht so, als hätten wir einfach weniger Lithium die nächsten Jahre. Wir haben immer noch mehr und mehr Lithium. Es ist nur, dass die Nachfrage einfach so, also die Nachfrage der Fabriken, der Firmen, die explodiert im Prinzip deutlich schneller als die Lithium-Schürfer oder die Abbauer danach liefern können. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du versuchst, auf Alternativen statt Lithium zu setzen, weil die Bergbaufirmen können im Prinzip nicht genug Lithium herstellen die nächsten Jahre. Wir haben noch zwei Fragen übrig. Eine aus Nordportugal. Ich lebe hier in Nordportugal. Das ist eine der wenigen Stellen in Europa, wo Lithium abgebaut werden kann. Hier gibt es natürlich Widerstand von der lokalen Bevölkerung. Wie stehst du zu der These, dass es unnötig ist, hier Lithium abzubauen? Also im Allgemeinen muss ich sagen, es gibt immer so ein St. Florians Problem. Also jeder sagt immer, wir brauchen Lithium, aber bitte nicht von hier. Und einer der Gründe, warum ich diesen Vortrag in zwei Teilen halten möchte, ist, dass Lithium-Ionen-Batterien sind wichtig. Das ist völlig klar. In vielen Anwendungen brauchst du einfach die maximale Energie, die du rausziehen kannst aus der Batterien. Und Lithium ist das, was uns das im Moment bereitstellt. Das heißt, wir brauchen die, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber die Frage ist trotzdem, brauchen wir das überall? Und das ist eine gute Frage, ob man es jetzt direkt aus Portugal braucht, kann ich jetzt nicht, weil dafür kenne ich mich jetzt zu wenig mit den Umständen dort aus. Aber was man immer versuchen sollte, ist einfach seinen persönlichen Verbrauch so klein zu halten, wie es geht. Also was ist die niedrigste Dichte, die du brauchst? Was sind die lokalen oder welche Ressourcen sind lokal? Wie geht es mit der Umwelt an der Stelle? Aber du musst es ja irgendwo herkriegen und man kann nicht durch die Welt laufen und sagen, ja, nicht von hier bitte. Wie ich schon gesagt habe, ich sage nicht, Portugal ist definitiv der beste Platz dafür. Das ist nicht, was ich sagen will. Ich sage nur, schaut euch mal die genaue Situation dort an. Wenn man dagegen argumentieren will, sollte man vermutlich abwägen, ob es gute Gründe hier gibt, das hier zu tun oder woanders.
Man braucht es aber trotzdem. And we need sodium in addition to that. So, wir haben noch eine Frage. Weißt du von einer Alternative oder kennst du eine, die zwei, also gibt es eine alternative Batterie, die 2 Ampere schaffen kann? Wenn ich jetzt die Kapazität wüsste, also die typische Kapazität einer 1856 Batterie, dann könnte ich dir sagen, aber ich weiß es jetzt leider nicht auswendig. Also wenn wir jetzt eine, es hängt wirklich davon ab, wenn man wirklich große Leistung braucht, dann, also wenn die Menge an Energie in der Batterie ist nicht so wirklich wichtig. Man könnte auch mit der Hälfte der Energie in den Zellen arbeiten, aber man braucht den maximalen Energiefluss nur für kurze Zeit. Aber die Kombination aus maximaler Leistung und das Ganze auf Dauer ist natürlich eine andere, ist ein anderes Thema. Aber es läuft leider die Zeit davon. Ich glaube, es gibt noch einen Overflow-Room. Vielleicht könnten wir die Frage dort stellen. Eine kurze Frage haben wir noch. Bei welchem Preispunkt wird es interessant, dass man das Lithium aus dem Meereswasser extrahiert? Im Moment keinen Preis, weil niemand hat bisher einen Prozess entwickelt, mit dem das irgendwie industriell möglich ist. Man muss halt gucken, wann der Preis weiter hochgeht, und wenn man das hat, dann wird es sich schon ergeben. Tut mir leid, mehr kann ich gerade nicht sagen. Also ich weiß halt nur, was bisher gemacht wurde, und Zukunft ist Spekulation, und da weiß ich leider zu wenig über das Feld, um mir das zuzutrauen. Das heißt, ich kann hier nicht wirklich ernsthaft drüber spekulieren, und das sollte ich dann vielleicht lassen. Kurze Frage, kurze Antwort. Vielen, vielen Dank für deinen Auftrag und auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt alle so viel Spaß gehabt wie wir, und wir auch aus der Übersetzerkabine verabschieden uns. Das war der Talk über Lithiumbatterien. Hier sind die Übersetzer Attila E. und Kaste. Für Feedback bitte verwendet den Hashtag #SeeFreeLingo, um uns zu sagen, wie ihr es fandet. Und er sagt, er wird morgen einen anderen Background benutzen. Er fand es zwar ästhetisch, aber er hat das Feedback gekriegt, dass es nicht lesbar genug ist. Dann kommt bitte morgen wieder, und dann könnt ihr euch das Lesbare anschauen. Damit verabschieden wir uns, und wir wünschen euch was. Bis dann. Ciao. Thank you and see you tomorrow. See you. Thank you.